Jo Leute, ich bin Sebafis und willkommen zu einer weiteren Runde von 60 Seconds. Am heutigen Tag machen wir mal wieder eine Challenge und die Challenge stammt von einem Zuschauer. Nochmal danke dafür für die Videoidee. Und zwar machen wir heute die Vatertag-Challenge. Das heißt, ich darf nur Ted und Timmy mitnehmen und mal sehen, ob das klappt. Wenn ihr wollt, kann ich auch die Muttertag-Challenge irgendwann machen, denn man kann auch Dolores nehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Ja, also ansonsten darf ich ja alles mitnehmen, außer nur Dolores und Mary Jane. Hier ist direkt Timmy. Oh nein! Mary Jane ist neben dem Radio und wenn ich sie treffe anstatt das Radio, dann habe ich ein Problem. Okay, es geht los. Hier ist eine Axt und trinken. Dieses eine Gerät für das Militär, das man ab und zu braucht. Komm, die Karte nehmen wir auch noch mit. Oh oh. Oh oh. Hey, nein! Wir haben verkackt. Och nee, wir hätten eine Axt, eine Taschenlampe, ein Radio, einen Koffer, trinken. Ja gut, kein Essen. So, wir rennen mal wieder schnell zu Timmy, denn der ist da hinten. Ja, komm, nimm das Schloss mit. Boah, den Anfang, den habe ich nicht verkackt. Komm, es lohnt sich zurückzugehen. Zack, trinken. Die Karte, ich brauche auf jeden Fall noch Essen. So, nimm Essen und Trinken mit. Zack, Essen, Essen. Essen. Ja. Okay, ich hab's geschafft. Mal sehen, was wir haben. Tag 1. Okay, Timmy ist immer der rausgehen muss. Auf ihn ist Verlass. Wir haben Karten dabei, eine Axt, das Boy Scout Buch, eine Taschenlampe, ein Radio, die Karte, das Gewehr, Essen, Trinken und die Gasmaske. Ach, und noch das Schloss. Und das Boy Scout Buch haben wir auch gefunden. Tag 2. Heute beschlich uns morgens ein ungutes Gefühl. Es war, als ob uns irgendwas beobachtete. Sollten wir in diesem Bunker nicht allein sein, müssen wir diesem Ding zeigen, wer hier unten der Boss ist. Nimm die Axt. Tag 3. Hier, wir können jemanden rausschicken, natürlich Timmy. Er nimmt die Gasmaske mit. Da! Viel Glück, Junge. Tag 4. Im Radio haben wir gehört, dass Versorgungsgüter abgeworfen werden sollen. Und das Ganze in der Nähe unseres Hauses. Das könnte unser Überleben sichern. Und wir haben gerade die Gasmaske mitgegeben. Tag 5. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Alles bebt! Ich kann nur das Radio oder die Taschenlampe retten. Und ich brauche beides fürs Militär. Das Radio öfter. Also retten wir das Radio. Tag 6. Boah, alles bebt wirklich. Und die Taschenlampe ist futsch. Insekten im Bunker. Nimm das Boy Scout Buch, weil wir haben es nur. Tag 7. Also es sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Auf jeden Fall lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr 60 Seconds Challenges wollt. Wir verlieren langsam die Geduld. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, draußen kurz nachzusehen, ob es irgendwo Probleme gibt. Nimm das Gewehr. Tag 8. Timmy ist wieder da. Er hat die Gasmaske mitgebracht. Eine Suppe. Und zwei Wasser. Ja, und das war's. Der kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 9. Wir können nur Ted rausschicken, aber das machen wir nicht. Tag 10, es klingelt. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Und es hat geklingelt. Wir schicken den Erwachsenen nach draußen. Das macht mehr Sinn. Tag 11. Wir können Radio schauen. Das ist sehr wichtig. Tag 12. Tag 13. Timmy kriegt was zu essen und zu trinken. Wir waren nie große Pilzliebhaber. Aber da an einer der Wände eine Kolonie von ihnen wächst, haben wir unsere Meinung geändert. Jetzt lieben wir Pilze. Sollen wir sie essen? Nein, die können radioaktiv sein und so. Tag 14. Und nur Ted kann nach draußen gehen, aber das werden wir nicht tun. Tag 15. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 16. Tag 17. Wir sollten endlich mit dem Rätselraten über die Vorgänge da draußen aufhören und anfangen, Fragen zu stellen. Oder uns zumindest ein paar vernünftige Antworten anzuhören. Ja, mach mal. Tag 18. Timmy kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 19. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lotterigen Sack über die Schulter geworfen. Ach nee, das ist die Katze. Kein Bock auf ihn. Tag 20. Boah, Junge, warum nur Ted nach draußen? Tag 21. Eine Übertragung vom Militär. Sie sagten, sie müssen unsere ungefähre Position bestimmen und dass wir in der Nähe Markierungen hinterlassen sollen. Ach, wir sollen Karten hinterlassen, okay. Wir markieren unser Gebiet, damit die uns holen. Tag 22. Tag 23. Timmy kriegt was zu essen und zu trinken. Wir spielten eine Partie Liste der Dinge, die ich am meisten hasse. Und der Name unseres Nachbarn war immer wieder ganz vorne mit dabei. Das erinnerte uns daran, dass dieses kleine Wiesel einen Tresor in seinem Wohnzimmer hatte. Ted macht das. Tag 24. Da war ein Schachbrett drin. Toll. Oh, Timmy ist verletzt. Ja komm, nimm die Axt. Tag 25. Ted kriegt was zu essen und zu trinken.
Hä, aber er ist immer noch krank. Er kann aber raus. Nimm die Gasmaske mit. Tag 26. Tag 27. Tag 28. Tag 29. Während des Frühstücks fiel unsere Karte herunter und jagte uns einen Schreck ein. Wir überprüften die Nägel in der Wand, aber sie waren noch alle da. Jedenfalls entdeckten wir in der Wand hinter der Karte einen Safe. Sollen wir ihn öffnen? Ja, mach mal. Tag 30. Eine Munition. Okay, Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 31. Timmy ist wieder da. Er hat die Gasmaske mitgebracht. Und ansonsten hat er nichts mitgebracht. Warum? Ein junger Mann, der ihm Sorge um seine Zwillingsschwester ist. Wir helfen ihm. Tag 32. Oh nee, Kakerlaken. Nimm das Boy Scout Buch. Tag 33. Tag 34. Wir können unsere Taschenlampe reparieren. Mit dem Boy Scout Buch. Auf jeden Fall. Tag 35. Ja, die ist wieder da. Voll geil. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 36. Jetzt kriegt auch noch Timmy was zu essen und zu trinken. Zack, zack. Tag 37. Tag 38. Wir wollten uns gerade schlafen legen, als jemand an der Tür klopfte. Wer klopft zu so später Stunde? Sollen wir aufmachen? Ja, mach mal. Ist bestimmt Dolores und Mary Jane. Oh! Tag 39. Eine Gruppe von Reisenden. Die haben uns zwei Wasser gegeben. Tag 40. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 41. Timmy kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 42. Och nein, eine Übertragung des Militärs. Wir müssen alle Waffen ablegen, damit wir geholt werden. Ja, komm, wir geben das Gewehr ab. Tag 43. Tag 44. Ein Koffer. Nee, da ist fast immer eine Bombe drin. Mach ihn mal nicht auf. Tag 45. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Timmy geht so wenig nach draußen. Tag 46. Timmy kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 47. Tag 48. Ein Händler! Wenn wir Karten abgeben, gibt er uns eine Suppe. Okay, wir geben die Karten ab und kriegen dafür eine Suppe. Wir haben kein Essen mehr, fast. Tag 49. Tag 50. Wo ist Timmy hin? Sein Zustand hat sich immer wieder verschlechtert und irgendwann ist er abgehauen. Naja, ciao, Junge. Jetzt kriegt Ted was zu essen und zu trinken. Tag 51. Tag 52. Tag 53. Tag 54. Tag 55. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Oh, wir sind nicht unbedingt sauber. Ja, komm. Setz die Munition ein. Tag 56. Tag 57. Tag 58. Wir haben das Radio verloren. Und die Karte. Tag 59. Tag 60. Ted kriegt was zu essen und zu trinken. Tag 61. Ein Händler will essen. Nee, kriegt er nicht. Tag 62. Tag 63. Die Zwillinge brauchen Heilung. Och nein, das haben wir nicht. Tag 64. Tag 65. Ende? Ich bin gestorben. 65 Tage. Ne, 66. Naja, damit würde ich sagen, das ist mit einer weiteren Challenge von 60 Seconds. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Challenges sehen wollt. Und ihr könnt natürlich weitere Ideen in die Kommentare schreiben. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.